Platinenherstellung durch photochemische Verfahren. Bohren von der Löcher an Platin. Beim Bohren können Späne Stecker weggeschleudert gehen. Dundur von einem Schutzbrille ist dafür obligatorisch. Für zu bohren brauchen wir eine Standbohrmaschine, eine Schutzbrille, eine passende Spiralbohrer und Platin. Der Schutzbrille undoen er mit der Arbeit angefangen geht. Ein HSS-Spiralbohrer oder ein Hartmetallbohrer geht genutzt. Der Standarddurchmesser ist 0,8 mm. Für die Bohrer anzuspannen, stehst du an Bohrfutter und drehen es mit der Hand fest. Die Zentrierung vom Bohrer wird überprüft, indem die Bohrspindel gedreht wird. Die Bohrmaschine abschalten und auf maximal Drehzahl stellen. Platin geht von der Leitbühne seit Geburt, für das den Leit an erkennt. Der Bohrer löst bei Platin aufdrücken und auf den Leit an ausrichten. Duno löst durch Platin bohren. Den Hebel mit wenig Kraft nur nicht bewegen. Diesen Arbeitsschritt ist aufgeschlossen, wenn alle Löcher mit dem passenden Durchmesser gebohrt sind.